Tschüss. Ja, Chris, herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug, zum Aufstieg in die BBL. Clubchef Stefan Niemeyer hat gerade gesagt, Freibier, auf geht's. Bist du dabei? Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich beim Freibier dabei bin, aber ich glaube, ein Bier ist okay. Und ein bisschen feiern und wirklich auch mal den ganzen, also man geht ja durch die ganze Saison. Das ganze Jahr haben wir auf diesen Moment hingearbeitet, dass wir aufsteigen können. Und ich denke, man trinkt jetzt ein Bier, man trinkt vielleicht zwei Bier, man feiert. Man ist einfach glücklich, dass man das erste Saisonziel erreicht hat und jetzt will man einfach nur die Creme ganz oben, das i-Tüpfelchen, wie man so schön sagt, erreichen und dann das Finale auch nach Hause bringen. Ja, der Kapitän Derek Allen sagte gerade, wir sind noch längst nicht fertig, jetzt wollen wir auch Meister werden. Das spricht im Prinzip für den Spirit in der Mannschaft, oder? Das stimmt. Also wir sind alle sehr gewinnorientiert, das sieht man auch. Wenn wir mal ein Team, ich sag dir ganz ehrlich, zwischen uns, wenn wir mal ein Team nicht mit 20 geschlagen haben, die irgendwie Achter waren oder Neunter, dann waren wir enttäuscht. Und daran sieht man, dass wir uns zu sehr hohen Standards halten. Und deswegen sind wir erfolgreich gewesen diese Saison und werden es hoffentlich auch nächstes Jahr. Danke, das war ein herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug, zum Aufstieg in die erste Liga. Clubchef Stefan Niemeyer hat gerade gesagt, Freibier. Beteiligt sich der Trainer an dieser Aktion? Nee, also wir sind noch nicht fertig. Wir wollen nur noch die letzten zwei Spiele gewinnen. Wir haben noch ein Finale. Natürlich dürfen die Jungs ein bisschen feiern. Aber wir sind angetreten, wie gesagt, um auch das letzte Spiel zu gewinnen. Und deswegen, wir freuen uns jetzt, aber wir sind noch nicht fertig. Sie sind immer gut vorbereitet. Jetzt gab es die Bierdusche, hatten Sie Ersatzklamotten dabei? Nee, hatte ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es jetzt im Halbfinale schon kommt. Ich dachte, das ist vielleicht eher im Finale, aber naja, werden schon irgendwas finden. Vielleicht ein Satz zur Leistung der Mannschaft im Halbfinale gegen Gotha. Das waren auf den ersten Blick zwei deutliche Sieger, aber es war ein ziemlicher Kraftakt, oder? Auf jeden Fall. Gotha ist eine sehr gute Mannschaft, war gut eingestellt, haben alles dagegen gesetzt, vor allem im zweiten Spiel, wo wir wirklich eine Schlacht hatten in Gotha. Bin aber sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie sich jetzt gerade im dritten Spiel präsentiert hat. Wir wollten das einfach deutlich mehr, waren von Anfang an voll dabei und haben wirklich ein gutes Spiel auch gemacht und auch verdient gewonnen. Und glaube ich, sind auch verdient ins Finale eingezogen.